Einen schönen Juten, meine Heyday-Freunde und Agrarwissenschaftler. Montag, Derby ist zu Ende. Welchen Platz hat die Gemeinschaft gemacht? War ja ein besonderes Derby, war das Mystery-Derby. Wie waren die Aufgaben verteilt gewesen? War es machbar? Was gibt's Neues diese Woche? Alles nach dem Intro. Ja, wir gucken mal rein. Derby-mäßig, wir haben keine Zehnte diesmal gemacht. Alle neun Aufgaben. 3600 außer Kati. Da ist irgendwas schief gelaufen. Aber ansonsten alle neun Aufgaben gemacht. War ein bisschen mühselig gewesen. Die Aufgaben waren wirklich Katastrophe. Weil wir waren, glaube ich, bis gestern Sonntag waren wir noch am Gange gewesen, einige, weil da wirklich Aufgaben waren, die waren gruselig, wirklich gruselig. Und gerade mit den kleinen Level. Aber wir gucken mal rein. Wir machen Platz 7. Egal. Ist okay. Für das Derby war es okay. Ja gut, das schenken wir uns hier. Weil, also ich habe schon festgestellt, eine Stunde braucht man schon gar nicht mehr Weizenfarmen, eine halbe Stunde reicht. Entschuldigung, wenn ich hier noch ein bisschen rumkrächze, aber ich werde diese verdammte Erkältung nicht los. Nein, doch. So, wir gucken mal rein, was es gibt. Na, was nehmen wir hier mit? Zucker können wir mal gebrauchen. Was ist das für eine Karte? Die nehme ich mal mit. Warum? Erzähle ich euch nachher. Da nehmen wir, das Klebeband, hier aufs Klebeband, Nägel, Diamanten, was machen wir hier, Landurkunden brauche ich auch ein paar, aber keine Klorolle bei, diesmal keine Klorolle, nee, wir machen das so und nehmen die drei, so, und hier nehmen wir, genau so machen wir das. Nehmen wir die Schindel mit dazu. So, tada, wir sind Platz. Die Weltrangliste, was keinen interessiert, aber ich jedes Mal doch sage, ich weiß nicht, interessiert es euch oder nicht, schreibt es unten in die Kommentare, dann lasse ich es vielleicht weg. Weil mich interessiert es eigentlich nicht. Gut, 564 Plätze runter. Dafür, dass wir letztes Mal alle Zehnte gemacht haben. Volles Met, weiß ich nicht. Ist doch diesmal gar nicht so schlecht. So. Ich sehe, jetzt weiß ich, ich sehe die Aufgaben nicht mehr, ne? Nee, ich sehe meine Aufgaben nicht mehr. Oder? Nee, ich kann sie nicht mehr sehen. Also es war wirklich, wirklich Katastrophe gewesen. LKW, der passte, zweimal LKW, der passte mir eigentlich ganz gut, weil ja auch dieses doppelte EP war, aber dann war, was musste ich denn herstellen? Honigpopcorn? Ich glaube, das war Honigpopcorn gewesen, das hat noch lange, das war natürlich nicht vorbereitet gewesen. Ja, da war einiges bei, was ich wirklich nicht so vorbereitet habe. Morgen im Übrigen ist Blütenderby. Das bedeutet, ja, einer macht eine 320er, der nächste macht 350er, dann 375er, ne? Und dann 400er, jeweils die nachfolgenden. Warum habe ich die Karte eben genommen mit dem Angelbereich? Das hat den folgenden Grund, weil wir gucken mal rein, was nächste Woche gibt. Ab morgen, Dienstag, Angelereignis. Tolle Dekoration für Valentinstag, finde ich klasse. Globales Ereignis, endlich mal wieder eine Deko. Wie ich gesagt habe, diese globalen Ereignisse viel zu wenig. Deko und Diamanten, das könnten sie eigentlich jede Woche raushauen. Heute im Übrigen wird wahrscheinlich die Zeitung wieder überplatzen hier mit Pflanzen. Anstatt zwei, drei. Ja, und dann von Dienstag bis Freitag das Angelereignis. Denkt an den über 10 Kilo Trick. Verlinke ich im Nachspann nochmal. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Ja, Samstag Glücksrad. Chance auf eine zweite Landerweiterungserlaubnis. Naja, gut. Wollen wir mal gucken.
Sonntag, Schiffsereignis, doppelte EP. Ja, die Woche ist okay. Also von den Ereignissen und sowas hier ist okay. Ja, wir Blütenderby bei uns in der Gruppe. Wir machen nicht unbedingt Blütenderby. Also ich habe mit Blütenderby wirklich schlechte Erfahrungen in jeder Gruppe. Es gibt immer nur Ärger, Theater, weil sich nicht vernünftig abgesprochen wird oder wie auch immer. Und wir haben von vornherein gesagt, wir spielen mal wieder voll. Wir spielen nicht auf Blüte. Nee, das ist so. Moment, ich muss mal gucken, das ist zu heavy hier. Das schicke ich weg. Wir spielen nicht auf Blüte, weil gibt nur Ärger und Theater. Wir spielen 320er. Wer Blüte spielen will, kann das gerne machen, aber wir machen da wirklich keine Absprachen. Wird gespielt, wie es kommt. Wie gesagt, wer Blüte spielen will, darf es gerne machen. Aber es ist keine Pflicht bei uns. Ja. Wir gehen nochmal rein ins Tal. Endet am Mittwoch. Wir gucken mal kurz. Da. Wir haben schon über das Doppelte. Also ich hatte ja am Anfang die Befürchtung gehabt, dass wir die 100 Hühner nicht vollkriegten. War ja nichts wahr. Also die Deko ist uns sicher. Ja. Eine Klorolle kriege ich, glaube ich, auch schon. Ja, die kann ich schon mal mitnehmen. Na, mach das auch so. Da ist die Deko immer noch sicher. Nochmal. Könnte. Ja, das passt. Also zwei Klorollen. Und die dritte, die hier ist, ja, so viel Grüne habe ich nicht. Die sind ja jetzt schon knapp. Ja, wir eiern hier nochmal rum. Noch ein paar Grüne einsammeln. Passt das? Also ich halte mich hier gerne bei dieser Kraftstoff auf. Dann gibt es einmal gibt's für Diamanten und nach anderthalb Stunden kann man hier nochmal abkaspern für extra. So wie hier, drei Stück nochmal eingesammelt, passt. Und dann mache ich eigentlich hier immer nur so einen kleinen Rundweg. Einmal rumgeeiert. Gut, ich habe jetzt 35 schon gesammelt, da kann ich vielleicht sogar zweimal rumfahren, aber mache ich vielleicht heute Abend. Ich will das Video jetzt auch nicht allzu sehr in der Länge ziehen, weil es gibt ja nichts Neues zu erzählen. Außer dass halt natürlich, was das, ach, das ist schon wieder kaputt. Außer das globale Ereignis. Ach, wir fahren hier nochmal eine andere Runde nochmal rum. Nochmal, hier gibt es bestimmt noch ein paar Grüne dazu. Na, genau. 24. Und dann haben wir sie hier oben auch schon voll. Also die Deko ist auf jeden Fall drin. So, ich bin gespannt. Ach, hier war nichts mehr. Was ist hier? Hier fahren wir nochmal hin. Was es als Deko gibt, weil ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, wenn ich das so sehe, wir sind hier alles in einer Nähe. Wer ist denn das hier? Badepuschel, der Thomas. Hier unten hatte ich gesehen, hier ist Bianca, hier Shoshi, Fussel, Josie. Und hier auch nochmal. Wir sind alles Kati und Drogida. Alles in einer Nähe hier. Finde ich cool. Finde ich cool. So kann man auch helfen. Wobei ich wollte schon zwei, glaube im letzten Video oder Livestream, jetzt muss ich lügen, was gewesen, wollte ich anhelfen, ging nicht. War natürlich Mist gewesen. Vier Stück bis hier hin. Ach, das führt hier einmal rum. Dann fahren wir hier nochmal hin. Und dann gucken wir, was wir hier noch vielleicht noch abgreifen können. Also ich habe den Support auch angeschrieben. Problem war bekannt. Ja, übliche Standardantworten, sage ich mal. Die Entwickler arbeiten dran. Hier, so, jetzt warte ich hier nochmal zwei Stunden, dann kriege ich vielleicht wieder was umsonst. So, auf jeden Fall, bevor das Teil zu Ende ist, ihr müsst das hier oben abgreifen, weil das könnt ihr hinterher nicht mehr holen. Alles andere könnt ihr hinterher holen, aber das nicht mehr hier. Also das solltet ihr auf jeden Fall noch machen, bevor das Derby zu Ende ist. Ja, damit euch das nicht verloren gegangen ist. Oder geht. Ja, wie gesagt, morgen ist Blütenderby. Wollten wir hier noch einmal reingucken. Blütenderby.
Was gibt's Neues? Ah, guck mal, besondere Diamantenpakete hier für zu Valentinstag. Was Besonderes? Ne, 400 Punkte. Ja, das ist nichts Neues. Kann ich hier oben reingucken? Ja, hier sind wir so noch ein Tuch größer. Ein wöchentliches Angebot. Also hier so 5 so Zäune. Kann man machen. Wobei diese Pinguine sind schön aus. Flamingos, nicht Pinguine. Flamingos, die sehen schön aus. In Herzform und die mit den Rosen. Und das sieht toll aus. Wobei dieses kleine Rosengesteck auch nicht schlecht. Bestmark. Aber, ja gut. Wir machen mal wöchentliche Angebote hier. Ach nee, haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Ist schon weg. Ist schon weg. Ich wollte euch gerade mal so ein kleines Top-Angebot zeigen. Was da wirklich von Tausende von Diamanten dafür... Für irgendeinen Unrat da. Aber na gut. Das kann man machen, wer drauf steht, auf diese ganzen Deko-Zeug. Ja, das gibt's Neuigkeiten. Das soll es auch gewesen sein. Maggie ist auch wieder da. Wie ich vorhin, mir ist das noch nicht so aufgefallen. Alle Badepuschel sagte mir das mit einem I. Das sind besondere Sachen, die man berücksichtigen soll. Weil das gehört dann zu irgendeinem ja, zusammengewürfelte Deko da, wo es doch in diesem Buch. Wo es noch was gibt, können wir noch mal gucken. Wassergraben ist das hier, eine halbe Mille, okay. Entweder ein Sammelbuch hier, nee, Designerbuch ist das, glaube ich. Moment, Designerbuch. Haben wir das hier mit dem Wassergraben? Hier, da genau. Das wäre dann zu diesen Stils, wenn hier oben so ein I erscheint. Also hier haut mich nichts um. Nee. Schwarze Dach statt das grüne hatte ich schon mal gehabt, ne? Nö, das grüne gefällt mir besser. Hier beim LKW hier auch wieder so ein I. Nö, die Reifen sind cooler. Wie gesagt, ich packe da nicht unbedingt was groß rein. Ich baue jetzt so, wie ich es gerne haben möchte. Außer das gefällt mir hier noch was besser. Nö, das mache oder so. Holzoliv, das Grüne dazu. Lohnt sich das? Ach, die, da haben wir genug von. Ja, das könnte man machen. Das kaufen wir mal. Das kann man machen. So. Und ja. Ich glaube, das sieht besser aus, ne? Ja, kaufen wir auch. Das ist ja nicht allzu viel. 8 Mille haben wir. So, das soll es aber auch gewesen sein. Mehr kaufen wir nicht. Gut, den Rest lassen wir so. Ja, das waren die Top-Neuigkeiten für heute Montag nach Derby-Ende. Dann wünsche ich euch, wer morgen Derby spielt, viel Erfolg. Ich bin natürlich auch mit dabei. Gar kein Thema, aber ja, ich gucke mal, wenn was Passendes an Blüte da ist, werde ich das auch machen. Ansonsten werde ich auch noch 320er machen. Vorbereiten werde ich diesmal nicht viel. Also letztes Mal musste ich so viel einsammeln. Ich habe hier noch so viel Unrat vorliegen. Alle Scheune ist natürlich wieder brechend voll. Gut, die Hotdogs lasse ich hier, die Tacos lasse ich hier. Ansonsten bereite ich da nicht viel vor. Ich glaube, hier hatte ich nochmal, ja, hier mache ich nochmal Apfelsaft, aber ansonsten, ne, diesmal nicht. Also letztes Mal hatte ich dann wirklich alles eingesammelt gehabt, was ich da hergestellt habe. Stadt bereite ich ein bisschen vor, aber ansonsten lasse ich es auf mich zukommen. Wie in Vergangenheit, ich weiß nicht, ob es morgen auch so ist, ich will da nichts Falsches sagen, aber normal war es immer gewesen, es gibt bei dem Blütenderby haben wir immer eine gelöscht, dann kam eine leichte, danach kam eine schwierige, die haben wir wieder gelöscht, weil danach kam wieder eine leichte, das heißt so eine Ernteaufgabe, was weiß ich, Mais oder Weizen oder irgend sowas, und dann kam irgendwas Schwieriges, was langwieriger dauert. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber vielleicht als kleinen Trick oder Versuch nebenbei, könnt ihr mal ausprobieren, ob es noch klappt.
Also beim letzten Mal war es noch so gewesen, ob es morgen ist, ob was verändert ist. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, denkt ab morgen an Angel-Event, angelt wie die Wilden, denkt an den Angeltrick, bunte Köder herstellen und dann den passenden Kreis dazu und dann kriegt ihr über 10 Kilo und ruckzuck habt ihr dann auch eure Valentins-Deko. So, das soll es gewesen sein für heute. Genug geschwafelt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Schöne Woche und schönes Leben. Euer Onkel Jens.